Meine Lieben, hallihallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Flugbegleiter-Video. Ja, für mich ist es jetzt echt lang schon her. Also ich hatte jetzt Urlaub, hatte meine 380-Schulung und ich glaube, mein letzter Flug war Albanien mit meiner Schwester und der war Anfang August und wir haben jetzt Anfang September, heute ist der 2. oder 3. September ist heute und es geht nach Peking, es geht mal wieder nach Beijing in China, da bin ich ja früher sehr oft hingeflogen, war ich schon so ganz, ganz lange nicht mehr, ich habe mir den jetzt requested, den Flug, ich wollte den haben, weil ich brauche eine neue Brille und ich bringe noch eine Brille für Niklas mit, wahrscheinlich nur für meine Schwester, mal schauen, also die machen anscheinend gute Brillen, ich habe noch nie dort eine gekauft, aber ich kenne lauter Kollegen, die dort immer eine Brille gekauft haben und die machen die anscheinend recht günstig. Aber lasst euch überraschen, ich nehme euch da mit. Schauen wir einfach mal, ob ich fündig werde und mit einer Brille nach Hause komme. Ich trage eigentlich schon seit 10 oder 11 Jahren habe ich eine Brille, aber ich ziehe die immer nur abends an, nachdem ich meine Kontaktlinsen rausgemacht habe. Also eigentlich, ich schminke mich ab, Kontaktlinsen raus, ziehe meine Brille an vom Weg von der Toilette ins Bett. Und dort ziehe ich die am Morgen auf, gehe ins Bad und mache dann dort wieder meine Kontaktlinsen rein. Also ich habe die eigentlich nie auf, weil ich tatsächlich auch noch meine Brille von der 7. oder 8. Klasse habe und die ich immer noch trage. Aber ich habe mich jetzt letztens auf die mit der Hand so abgestützt und dann ist sie kaputt gegangen. Und jetzt habe ich gedacht, dann wird es mal Zeit für eine neue. Und vielleicht finde ich da eine schöne auch, die vielleicht ein bisschen leichter ist. Ich habe echt noch so eine schwere Oldschool. Dann kann ich die auch echt ab und zu mal so tragen, weil es ja schon gesund für die Augen. Genau, also dann geht's los. Es ist abends, voll ungewohnt. Es ist 17 Uhr. Geht nach Peking. Ich nehme euch mit. Ich freue mich. Wir fliegen mit dem 350 und der nächste Flug ist endlich mein erster mit dem 380. Richtig cool. Und auch noch mit dem Chris zusammen, also richtig perfekt. Aber los geht's, auf nach Peking. Ah, meine Lieben, ganz herzlich willkommen aus Peking oder viele Grüße aus Peking. Ich bin so happy, ihr könnt es euch nicht vorstellen, dass ich endlich hier bin. Wir haben jetzt schon den nächsten Tag, wir haben jetzt schon morgens um 7, genau 7 Uhr in Deutschland. Ich bin super happy, aber wir gehen tatsächlich bald raus. Wir gehen jetzt gleich noch auf den Pearl Market, aber erst in 1,5 Stunden und ja, ich werde mich ein bisschen hier noch ganz schnell kurz hinlegen. Ich habe ein altes Zimmer irgendwie erwischt, ich weiß gar nicht, dass ich an das kann ich mich nicht erinnern. Ich habe eigentlich gedacht, wir hatten hier ein bisschen neuere Zimmer. Jetzt habe ich hier so ein bisschen altes Zimmer, aber das macht überhaupt nichts, weil Hotelzimmer ist Hotelzimmer und eigentlich bin ich ja meistens eh immer nie da. Aussicht habe ich auch tatsächlich nicht wirklich eine. Ich kann mich erinnern, dass ich schon geilere Aussichten hatte, aber macht auch überhaupt nichts. Es ist super heiß, also wir haben hier über 30 Grad, es ist richtig warm. Ich muss noch tatsächlich ein paar Sachen organisieren. Wir brauchen nämlich hier immer, wenn wir WhatsApp benutzen wollen, so einen VPN-Player. Da haben wir uns schon welche runtergeladen, ich habe schon einen. Ich muss jetzt aber alles hier nochmal Offline-Karten für nachher runterladen. Internet brauche ich, deswegen muss ich ein paar Sachen organisieren. Der Flug war mega, es war richtig schön, die Gäste waren super nett. Ich finde es einfach voll schön, hier zu sein und freue mich auch voll auf den Markt. Also das wird mega. Ich mag das ja auch immer, man muss da so handeln. Das mag ich auch immer und ich bin gespannt, weil eigentlich habe ich nicht, also ich weiß nicht, was ich, also ich habe nichts vor zu kaufen, aber wenn ich schöne Handtaschen finde oder so, dann werde ich schon welche kaufen. Deswegen mal gucken. Aber ja, that's the plan und ich freue mich einfach. Ich liebe Hotelzimmer, auf ein bisschen Me-Time und auf ein schönes Layover. Also morgen, für morgen habe ich noch gar nicht so einen großen Plan, aber das erzähle ich euch später, wann anders. Erstmal zeige ich noch schnell das Bad. Da war ich auch noch nicht drin. Das interessiert mich auch noch. Tada! Oh, funktioniert gar nicht. Hä? Wo geht denn das an? So funktioniert das. Tada. Okay, das Bad ist irgendwie, glaube ich, neuer. Das sieht irgendwie ganz schön schick aus. Auch schön mit der Pflanze, oder? Wow. Dann auf einen schönen Peking. Ja, ich liebe das ja immer. Ich verstehe einfach gar nichts. Hier, Kempinski. Und ich bin ready für draußen. Ja, mein schönstes Kleid, das Orangene, habe ich jetzt heute schon an. Tada! Ich freue mich. Also Shopping, Shopping, Shopping. Schauen wir mal, was es heute Cooles gibt. Geil sind ja auch diese grünen Feuerlöscher, muss ich ehrlich sagen. So, Aufzug ist da. Haha! Tada!
Und da ist es schon, der Pearl Market. Wir sind jetzt noch zum Sonnenuntergang hochgegangen auf die Rooftop. Das ist einfach traumhaft. Das kann ich nur mal jedem empfehlen. Und da sieht man da hinten den Himmelspalast mit der Straße und der Sonne, die untergeht. Wow. So schön. Die Teile sind neu. Die sehen ja mal so geil aus. Zumindest habe ich die noch nie gesehen. Meine Lieben, ihr könnt es euch nicht vorstellen, 6 Stunden später und wir sind zurück im Hotel. Ja, es ist richtig Merkwürdiges passiert, also es war mega draußen, aber ich komme jetzt hier gerade rein und habe mich jetzt gewundert, was das hier ist. Ich habe gedacht, hey, das lag doch vorhin noch nicht. Das lag ganz sicher vorhin noch nicht, weil jetzt auch mein Bett so umgeklappt ist. Richtig crazy, dann war irgendjemand hier drin. Vor allem, wir sind ja heute erst angekommen und der Vorhang ist auch zu. Wahrscheinlich ready für die Nacht, aber ich finde es richtig merkwürdig. Ich muss mal schauen, dass dahinter niemand ist. Aber ich finde es echt merkwürdig, dass da jemand hier das für mich zugemacht hat. Plus mir das Komische dahingelegt hat. Also, die Snack gehen ja manchmal ins Zimmer, aber jetzt habe ich hier so Schlappen, ja, dass ich halt direkt hier aus meinen Schuhen rausgehen kann. Und tada, cool. Ja, wir waren mega, mega, mega erfolgreich. Wir haben so viele coole Sachen gekauft. Ich bin leider mein ganzes Geld losgeworden. Und das Coole ist, ich habe so geile Brillen gekauft. Also ich erzähle euch kurz ein bisschen was. Morgen zeige ich euch noch, was ich gekauft habe. Aber ich bin jetzt schon echt, oder wir sind jetzt schon müde. Wir haben jetzt 21:19 Uhr hier die Zeit. Und wir sind jetzt wirklich schon ewig wach. Ewigkeiten, aber es war so mega. Und wir waren erst shoppen. Also wir sind zuerst zu dem Brillenladen gegangen. Da waren wir bestimmt eine Stunde. Ich habe eigentlich gedacht, ich suche die Brillen aus. Ich habe ja eine Brille gebraucht. Und ich habe ja noch eine Brille für Belinda, Niklas und für einen Kumpel mitgenommen. Und dann bin ich da reingegangen. Und dann war ich so überfordert, weil es so viele Brillen gab. Und ich dachte so, okay, dann muss ich die anrufen. Und dann habe ich mit denen gefacetimed. Und bis wir dann das hatten, wer welche Brille und so. Aber ja, richtig geil. Und wir zahlen einfach, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also wir haben ja alle eine Stärke. Die Belinda und ich, wir haben echt schlechte Augendioptrien. Wir haben echt -4 Dioptrien, Augenschwäche. Und die Jungs sind nicht so krass, aber wir eben haben so richtig schlechte Stärke. Und wir haben jetzt 7 Brillen gekauft für 25 Euro. Also ich habe da jetzt schon insgesamt, glaube ich, 170 Euro dann gezahlt. Aber also ich bekomme einfach nur eine neue Brille. Eigentlich eine relativ schöne. Die Belinda bekommt eine neue Brille und Niklas bekommt eine richtig geile Brille, die nämlich mit Color Changing macht. Also wirklich, wenn er rausgeht in die Sonne, dann wird das halt dunkler, das Glas. Und er hat noch eine Sonnenbrille mit Stärke bekommen. Und Halil hat nämlich auch, der hat auch eine normale Brille und 2 Sonnenbrillen mit Stärke. Also mega krass. Ja, da haben wir heute richtig reingehauen und die werden morgen hier ins Hotel geliefert. Da freue ich mich schon richtig. Also ich hoffe, das passt auch alles und die sind alle richtig dann eingestellt und so. Also es wäre echt mega, mega das Schnäppchen. Und da muss ich halt mal nochmal fliegen, meinem Papa noch eine nachmachen. Ach, ich hoffe, dass es gut geklappt hat. Und genau, was habe ich noch gekauft? Da gibt es ja so einen Secret Market, den haben wir uns heute wieder gesucht. Da sind wir da, da muss man, das ist richtig krass, da steht man auch vor der Tür, muss da klopfen und dann wird man reingelassen. Und dann wollten wir am Ende zum Sonnenuntergang hoch noch auf die Rooftop. Also ich war, glaube ich, die letzten Male immer auf einer anderen, aber da war es richtig schön, wo wir heute waren. Also da war so eine Club-Area und wir durften da einfach hin und es war mega. Also die Sonne war so rot, also sieht nicht in Deutschland aus, das war mega. Also war richtig schön, wir haben echt das Beste draus gemacht und dann wollten wir essen gehen in so einen Food Court und dann haben wir 2 Leute aus unserem Cockpit getroffen, so lustig, da sagt die Kollegin so, hä, den kennen wir doch und dann sind wir hin und dann waren es einfach 2 aus unserem Cockpit und dann sind wir mit denen jetzt Abendessen gegangen und es war mega und sind wir zusammen zurück mit der U-Bahn gefahren und war jetzt ein richtig schöner, tatsächlich halber Tag, sehr erfolgreich. Ich weiß immer noch nicht, was wir morgen machen, das müssen wir noch schauen, aber jetzt gehe ich erstmal schlafen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich da jetzt drauf freue.
Also vorhin war es schon mal kurz hart, da aufzustehen, aber der Tag war so geil jetzt, dass ich es keine Sekunde bereut habe. Und eigentlich bin ich immer noch so hyperaktiv. Ich kann eigentlich euch auch mal in meine Tasche spickeln lassen, was ich kurz gekauft habe. Starbucks-Tassen, ein Kofferband, sowas habe ich geschenkt bekommen. Dann, was haben wir hier noch? Ah ja, trinken. Und hier, oh, ich habe so coole Sachen gekauft, Leute. Ich kann es Socken. Ich zeige es euch morgen. Das sind meine Schuhe. Ich habe nämlich andere Schuhe, die habe ich schon getragen. Dann ja, noch ein Gürtel, auch für Niklas. Also richtig coole Sachen. Ach ja, und das Highlight, das liegt hier. Ta-da-da-da. Muss ich euch morgen noch eine Geschichte dazu erzählen. So, und in das schöne Badezimmer rein. Ja, aber deswegen jetzt geht's schlafen. Das Essen war übrigens mega. Also wir haben Dumplings gegessen, mein Lieblingsessen. Und es war einfach richtig schön. Also einfach ein perfekter Tag. Ich liebe ja China und sowas. Also war wirklich richtig schön. Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. Ich habe ja versprochen, ich zeige jetzt noch die Einkäufe. Und habe sie schon ein bisschen hier neben mir aufgebaut nochmal. Also, genau, ich habe ja ein paar Socken gekauft. Also ich habe hier nochmal welche Socken. Die anderen Socken habe ich schon getestet, hatte ich im Sport heute schon an. Die sind für Niklas, also für mich Nike-Socken für Niklas. Das kann man ja irgendwie immer gebrauchen. Dann, das sind meine eigenen Schuhe. Oh, ich habe Ohrringe gekauft. Ich habe so schöne Ohrringe gekauft. Ah. Die hat die mir auch alle so schön eingepackt. Genau, also hier habe ich einmal so Schneeflocken-Ohrringe gekauft. Dann habe ich hier diese Ohrringe gekauft. Herz-Ohrringe, die habe ich zweimal gekauft. Einmal für mich, einmal für die Billy. Müssten, glaube ich, hier drin sein. Genau, richtig schön nämlich. Und da sind auch nochmal Ohrringe drin. Und ich habe lauter so Stöpsel noch dazu bekommen. Dann habe ich mir neue Alexander McQueens Schuhe gekauft. Die kann man hier richtig gut kaufen und ja, die ziehe ich jetzt heute auch schon an, freue ich mich. Und ja, weiter geht's. Habe mir hier eine neue Tasche gekauft von Longchamp. Meine ist langsam so kaputt. Deswegen habe ich mir eine neue gekauft. Und für Niklas ein Gürtel. Und da wir dann weitergegangen sind, gab es nochmal einen Gürtel. Ich bin so gespannt. Also die haben mir gesagt, das wäre echt Leder. Weil bei Niklas, wenn es so Kunstleder sind, dann brechen die immer direkt. Und da hat er sich geärgert letztes Mal, weil er für teuer Geld einen neuen Gürtel gekauft hat und der direkt kaputt gegangen ist. Und ein Gürtel habe ich noch, aber wo ist der denn? Der ist hier drin, jetzt habe ich gerade schon Schock bekommen, dass ich den irgendwie verloren habe. Hier ist der zweite Gürtel. Also das soll anscheinend auch Kauleder sein. Ich hoffe, das stimmt. Also ich meine, das fühlt sich irgendwie ledriger an als das. Da würde ich fast sagen, das wäre... Aber da hat sie mir auch versichert, das wäre Kauleder. Also... Mal schauen. Genau, aber kann man nichts sagen. Zwei neue Gürtel. So, dann habe ich mir noch ein Reserve-Kofferband gekauft, weil ich nämlich mal eins gebraucht habe, wo mein Koffer kaputt gegangen ist. Und das gab es dann da. Und was Cooles habe ich für Niklas gekauft. Das ist ein Stift, der kann leuchten. Also erstmal klar, der hat hier so eine Touch-Funktion, aber wir machen sowas nie eigentlich. Also wir benutzen dann nie einen Stift. Aber das fand ich voll cool, wenn man das nämlich so macht. Dann kann er leuchten und man kann im Dunkeln mit dem schreiben. Hat 1 Euro gekostet, deswegen sowas. Für sowas lasse ich mich doch immer begeistern. Und noch eine China-Tasse und eine Tasse aus Peking. Tada! Und dann haben wir noch gratis 2 solche Putzer dazu bekommen. Ja, damit kann man gut Gläser ausputzen, aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich finde es manchmal schon schwierig, immer so empfindliche Weingläser oder so zu putzen. Und jetzt haben wir da so 2 Putzer habe ich dazu geschenkt bekommen. Ta-da-da-da. Ja, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen von dem ersten Tag. Es war mega. Also gestern, es war wirklich wieder richtig schön, in Peking zu sein. Wir hatten echt super viel Spaß. Es war cool, dass wir noch die 2 Kollegen aus dem Cockpit getroffen haben. Da waren wir zu viert unterwegs. Es war echt lustig. Die haben mich dann auch zum Abendessen eingeladen, weil ich kein Geld mehr hatte. Aber hier, das ist ja nicht so teuer, das Abendessen. Und ja, es war auf jeden Fall richtig schön. War ein richtig toller Tag gestern. Dann, wir machen jetzt heute auch was Cooles. Fahren zu dem bei High Park. Ja, und ich hoffe sehr, dann, dass das Video euch gefallen hat. Ihr diesem Video einen Daumen nach oben da lasst und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüssi!